Du bist am Wochenende. Für fünf von uns ging es am 17.04. mit dem Zug von Melun nach Paris zum Sightseeing und der Rest ging dann zum Bouldern nach Blois. Paris. So, wir sind da. Da schaut es gleich parisisch aus, gell? So, sind wir mit in Paris. Ja. Die mehr ausziehen. Mm. Und die kleinen? Und die Moinen. Sie kommen da mit den Rädern. Na, no, ist ja noch größer. Aber kein Wasser. Kein Wasser. Die obere Ente in Notre Dame, hintere sieht man nichts mehr, die hintere Kuppel ist eigentlich weg, der hintere Turm. Das ist nochmal von, ja, der ist obere Ente hinten, das ist der hintere Teil. Also der vordere Teil noch ist noch alles drauf, also der wichtige. Le Louvre. Da gibt es Kastanien von Einkaufswagen. Wasser. Sogar Enten. Dass du auch mit Scheiße Geld machen kannst. So 80 Cent fürs Klo so ist, es gibt nirgends ansonsten, dann stellst du die Leute sogar um. Das macht Sinn, das ist auch schön. Ich
Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. No. So, schauen Sie alle. Will dürfen. Tschüss. Bei der ersten Tour waren wir jetzt ca. 9,2 Kilometer unterwegs. Dann ging es mit der Metro Richtung Sacré-Cœur. Also, alte U-Bahn soll das sein. Zuckel. Das ist doch wohl. Zum Wohl. So, jetzt können wir wieder rauffahren. Nein, es ist ja nicht nur das Sticke. So, jetzt haben wir unten von Sacré-Cœur. Und jetzt gehen wir da rein. Die kleine Straße, wo so viel los ist. Hunger. Krebs. Marmeladenkrebs. Nein, Nutella-Krebs. Ja. Wir sind wieder in Melon angekommen. Nachdem wir Paris verlassen und die Melon wieder wohlbehalten angekommen sind, gab es dann am Abend noch
Köstliche, selbstgemachte Burger. Ohne Zwiebel, ohne Tomaten, ohne Coleslaw, ohne Käse. Nur ohne alles. Das könnt ihr eigentlich machen, gell? Ist der Geier auch gelenkt? Oder willst du sowieso noch ein bisschen warten? Ich warte ein bisschen. Okay. Ich leg's dabei einfach so her.